Yo, was geht ab? Es ist der, keine Ahnung, 15. Dezember. Ich bin hier gerade noch kurz am Laptop, weil ich noch ein paar Dateien draufziehen muss. Ja, 15. Dezember. Heute ist G-Day. Und ich habe heute ein anderes Sportprogramm gemacht, heute Morgen. Und zwar das neue von Fitness Blender. Das ging auch knapp eine Stunde, aber das fand ich nicht so geil. Weil ich mag das nicht, wenn die Übungen so oft wiederholt werden. Bei dem, was ich mache von Jillian Michaels, werden die halt zweimal wiederholt. Und das finde ich schon ein bisschen blöd. Und da werden die halt sechsmal oder so wiederholt. Und das finde ich. Naja, habe ich trotzdem gemacht. Jetzt genug gesund und Sport und so für heute. Jetzt ist nur noch Cheaten angesagt. Ich gehe jetzt in die Ausbildung. Danach bin ich unterwegs, weil ich schminke und ein kleines Fotoshooting mache. Und heute Abend kommt dann, ich treffe die Taste nicht, kommt dann Nicole zu mir und wir drehen eine Candy Challenge. Da freue ich mich richtig drauf. Und zwar eine britische, da muss ich auch nach der Ausbildung gleich noch die Sachen dafür kaufen gehen. Ja. Das ist so der Plan. Nicole schminke ich dann auch noch. Mal gucken. Vielleicht können wir dann ein Video für meinen anderen Kanal drehen, für den Make-up-Kanal. Mal sehen. Das wäre ganz nice eigentlich. Ja, und jetzt versuche ich das hier gerade alles mit einer Hand zu koordinieren. Ja. Was ist im Adventskalender? Was ist heute? 15. Ne? So, da ist drin eine Kokosmilchhaku von Swiss Opa. Gut, bis auf dass ich Kokos nicht so gerne mag, sind die Dinger trotzdem geil. Also, machen wir. Und jetzt gucken wir noch, was ich mir zu trinken mache. Warum sitzt du auf dem Mülleimer? Warum? Kirsche. Ich glaube, das nehme ich. This sounds yummy. Yummy. Oh, filmst du schon? Jetzt. Oh mein Gott. Was haben wir heute für ein Motto? Geisha. Fürs Vor. Ist das nicht wunderschön? Sehr schöne, gerade ja. Augenbrauen. Komische Flecken an den Augen. Ein das möchte ich aber auch Eyeliner. Haben. Kriegst gerade du. Augenbrauen. Und kleine rote Lippen. Dann habe ich gar keine Lippen mehr. Ich freue mich. Will du eine Oma? Hallo. Ne, Oma hatten wir gestern. Gibt's halt leider nicht. Ja. Schuli. Guck mal, wie geil der Kuchen aussieht. Oh. Die da hat Geburtstag. Voll geil. Oh, so einen wünsche ich mir auch. Oh. Kommst du klar? Okay. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Achtung. Tada. Also sie hat gerade Augenbrauen, sie sind pink, rosa, dann hat sie lange, schmale Augen und Geisha-Lippen. Hast du sehr schön gemacht. Nicht wahr? Ja. Die Haare. Der Pony. Der Pony steht ab. Der muss so. Der muss so. Glitzerkuchen. Das ist aber gut, ja, alles festgemacht, aber. Hast du Probleme? Ein bisschen, ganz dezent. Hi. Ja, heute Abend gibt's Glühwein. Ich hoffe, du bist zufrieden. Oh ja. Aber ich finde, da steht hier voll. Also so eine kurze Frisur. Warum? Excuse me. Ich werde übrigens hier jetzt nur noch wie genannt? Excuse me. Excuse me. Bist aber selber schuld. Excuse me. Ich habe meinen Deckel verloren. Oh mein Gott. Dann wollen wir mal. Den Englisch-Bock. Für die Challenge. Voll gepackt mit schönen Lochen. Das ist geil. Kurze Hitzewallung vom Treppensteigen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich muss mich jetzt ganz schnell schminken. Und dann muss ich direkt wieder los zum Foto machen und so und zum Schminken.
Mir ist so warm. Okay, ich muss mich jetzt erstmal schminken. Boah, dieser britische Laden, der ist so, 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 so cool. Ich freue mich voll auf die Candy Challenge heute Abend. So fresh! Jetzt esse ich mir noch schnell eine Pizza. Pizza. Und dann gehe ich los. Ich habe ein bisschen Pinky Lips, ne? Aber passt. Hallo. Hallo. Hallo, Babys. Ja? Was ist denn los? Hallo. Hallo. Hello, Friends. Ich bin wieder zu Hause. Ich muss jetzt meine Lampe aufbauen, weil wir ja gleich Videos drehen. Und ich sage euch jetzt auch, wo ich gerade war. Denn es gibt noch eine Neuigkeit, die ihr überhaupt nicht wisst. Und zwar eine sehr krasse. Ich war nämlich gerade bei meinem Papa und seiner Freundin. Und mit denen habe ich Fotos gemacht, also eigentlich mit ihr. Denn sie ist schwanger. Und schon ziemlich weit, im 9. Monat. Heißt, ich kriege bald ein Schwesterchen. Ein Schwesterchen. Und genau, da habe ich sie geschminkt, dann haben wir Fotos gemacht und dann habe ich noch den Babybauch geschminkt. Und davon haben wir dann auch Fotos gemacht. Und das war, ach, total cool. Oh, so ein kleines Ü-Ei-Baby-Bäuchlein. Richtig cool. Ja, und jetzt packe ich hier aus, baue meine Lampe wieder auf, die ich gerade mitgenommen hatte. Schluck auf. Und dann kommt Nicole. Dann schminke ich Nicole. Und dann reden wir die British Candy Challenge. Verzeihung. Excuse me. What are you doing there? Please, let's this be. Ja, das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen. So, tschüss. Hallo. Itzi. Ja. Komm mal hier. Hallo. Hallo. Okay. Okay. Hallo, Freunde. Die Nicole ist jetzt bei mir. Nicole zieht sich noch an. Ist sie nackt? Nein, sie ist nicht nackt. Hallo. Hallo. Und wir... Ich schminke sie jetzt. Wir wäre ein bisschen merkwürdig. Genau. Und wir filmen dabei, damit ich ein Video für meinen zweiten Kanal habe. Zweiten Kanal, das klingt, als hätte ich einen Vlog-Kanal. Für meinen Make-up-Kanal. Und zwar schminken wir dieses. Das habe ich an Anna geschminkt, so einen Weihnachtslook. Und dann kann das noch vor Weihnachten ankommen und dann ist das schön. Toll, nicht wahr? So, und jetzt baue ich hier mal auf. Ich glaube, das ist das Setting. Da wird Nicole sitzen. Ja. Nicole hat sich schon angefangen abzuschminken. Aber, warte, komm mal hier, Inselight. Bitte schön. Da nicht, da hat sie schon abgeschminkt. Da machen wir das so. Ist der Lüg. Ist hübsch geworden, oder? Sag mal, deine Lippen, die sind auch hübsch geworden. Du bist generell hübsch. Du bist hübsch. So, ja. Wir haben jetzt die Candy Challenge gedreht. Wir sind dezent am Platzen. Dezent. Ich bin so froh. Oh, und ich hab noch voll Bock auf was. Ja, dann machen wir die. Ja, machen wir auch. Gürtel auf, Knopf auf und dann aufs Sofa und dann noch Sache Elastik. Also nochmal, ich habe einen Plan geschmiedet und zwar stecke ich jeden, so wie mit Teen Wolf, stecke ich jetzt jeden damit an, die Sacconi Jolly Skills zu gucken. Bei Laura hat es schon geklappt und bei anderen habe ich es noch nicht versucht. Jetzt versuche ich es bei Nicole. Nicole sagt euch gleich, ob sie macht... Oder ob sie sagt... Wahrscheinlich nicht. Dein Ernst, Vanessa. Wahrscheinlich das. Ich sage dazu nur... Good morning, Friends! Miau, miau, miau. So, Nicole ist jetzt nach Hause gegangen. Und ich sage euch kurz ihr Resümee von den Sacconi Jolies. Ihr Resümee war... Ja, okay. Ich werde sie schon noch dazu bekommen. Alle müssen sie lieben. Sie sind einfach geil. So, jetzt kriegen die Katzen Futter. Dann muss ich mich auch schminken und schlafen. Ich bin nämlich very, very, very müde. Und ich muss ja morgen früh wieder sporteln. Deswegen muss ich Sleepy machen. Ja, ich beeile mich doch schon, mein Kind. Ja.
So. So, die essen jetzt und ich kann mich jetzt von euch verabschieden, denn ich werde mich ins Bett fertig machen und schlafen gehen. Ich bin sehr, sehr müde. Very, very, very müde. Also, gute Nacht und bis morgen, Freunde. Tschüss.